So schön, dass du da bist, hier beim Podcast Entscheidung für ein Leben vor dem Tod. Dein Podcast, der dich dazu ermutigt, Entscheidungen für dich zu treffen. Kindern erzählt man Geschichten zum Einschlafen, Erwachsenen zum Aufwachen. Mein Name ist Steffen Lang und ich freue mich, dass du dir die Geschichte von meinem heutigen Gast anhörst. Athanasios Nasopoulos, besser bekannt unter dem Namen Zeus, ist gebürtiger Grieche bzw. Gelegenheitsdeutscher und Gelegenheitsgrieche. Da gehen wir gleich nochmal ein bisschen näher drauf ein. Er kommt aus dem Kölner Raum und ist Dozent an verschiedenen Universitäten und Hochschulen und gibt eigene Seminare im Sektor Kommunikation und Stärke, also mentale Stärke. In diesem Bereich gibt es unter anderem auch 1:1 Coachings. Begrüßt mit mir heute den wundervollen Zeus. Hi, Steffen, danke, dass ich hier sein darf. Finde ich mega. Ja, Gelegenheitsdeutscher, Gelegenheitsgrieche. Ich musste schmunzeln, als wir darüber gesprochen haben. Vielleicht möchtest du das ein klein bisschen näher erklären. Ja, gerne. Also, es ist ganz simpel. Also ich bin zwar hier in Deutschland geboren worden, aber bin vom Blute her und von der Erziehung her total griechisch. Das bedeutet, ich bin in einem Kindergarten, als ich da reingekommen bin, konnte ich noch gar kein Wort Deutsch. Gar nicht. Also ich war super griechisch, ja. Und von der Kultur her und Co. habe ich einiges mitgegeben bekommen. Mama und Papa sind beide Griechen. Und irgendwann mal habe ich mich aber so etabliert gehabt hier, meine Sprache an sich, also hier in Deutschland zu sprechen, ist für mich Heimat. Ja, also es ist heimelig auch, mein Vokabular im Deutschen ist wesentlich, wesentlich besser als im Griechischen, wobei ich parallel in der griechischen Schule war, also nachmittags. Das heißt, wenn Kinder irgendwie nachmittags gespielt haben, Fußball spielen oder zu Hause mit ihren Puppen, was auch immer, dann ja, war ich halt in der Schule, und zwar in der griechischen danach, nach der deutschen. Und irgendwann hat mich ein guter Kollege gefragt, wie fühle ich mich denn eigentlich? Bin ich eher Deutscher oder bin ich eher Grieche? Und mir ist aufgefallen, ich bin, wenn dann temperamentvoll, dann Grieche, also wenn es mir passt. Und wenn dann irgendwie gewissenhaft, ordnungsliebend, dann eher Deutscher, dann eher Deutscher. Also das heißt, ich bin da Gelegenheitsgrieche und Deutscher. Und das war, die Antwort war halt dann auch genau das Thema. Und da hat die Person angefangen zu lachen. Und seitdem ist es auch ein Gag geworden bei Workshops und Seminaren, dass man sich entscheiden kann, welchen Anteil in sich man eher leben möchte, wenn es halt eher passt. Und ich glaube, das ist die authentischste Form, mit sich selbst umzugehen, finde ich, weil bei deinem Chef bist du nicht wie bei deiner Mutter. Und bei deiner Mutter bist du nicht wie bei deinem Chef. Ist ja logisch, ja. Und das ist das Thema, was mich da begleitet hat. Die Gelegenheit macht es aus, sich nicht zu verstellen, sondern authentisch genug zu sein, sich zuzugestehen, dass ein Anteil besser zu etwas passt als ein anderer. Sehr schön. Ja, wir spielen ja die unterschiedlichsten Rollen im Alltag. Ne? Du hast es schon angesprochen. Und jetzt hast du ja einmal die deutsche Schule, einmal die griechische Schule gehabt. Ist das so der Beginn von deinem Thema Kommunikation gewesen, dass du da ja eine Passion entwickelt hast? Wie war das? Das ist eine schöne Frage. Also Kommunikation hat auf mehreren Ebenen angefangen. Aber ja, also wenn man den Ursprung sich anschaut, die griechische Sprache ist strukturell anders als die deutsche. Und wenn ich mir auch die altgriechischen Texte mal angeguckt habe, da ist bei mir etwas passiert. Ich habe es zwar lesen können, aber inhaltlich habe ich es nicht verstanden, weil es sind andere Worte. Und das hat mich irgendwie irritiert. Ja, es gibt ja auch Altdeutsch und Co. Also das sind natürlich auch andere Gedankengänge, Sprachen, was da entsteht. Das ist eine andere Kultur, ja. Und was mir aber aufgefallen ist, ist, dass die griechische alte Sprache, als ich sie auch entschlüsseln durfte und halt auch übersetzt bekommen habe, wesentlich metaphorischer war. Und das ist ja auch verankert in der griechischen Sprache immer noch, bei weitem nicht so stark wie früher, also die altgriechische Sprache. Und diese Metaphorik, dieses Spiel mit den Worten hat mich unfassbar fasziniert. Und das war auch der Beginn meiner Sprachreise, weil dadurch, dass ich Griechisch am Anfang gelernt habe und erst danach Deutsch, weil in einem Kindergarten konnte ich kein Wort Deutsch. Ja, also ich bin hier in Deutschland im Kindergarten, in Bietigheim-Bissingen bin ich dorthin gegangen und Frau Jahn damals, also meine Kindergärtnerin, die konnte mich nicht verstehen, ich konnte die auch nicht verstehen. Also, weil ich noch kein Deutsch konnte. Was echt krass ist, weil heute, wie ich rede, hört man das nicht raus, dass ich aus griechischen Wurzeln herkomme. Und da begann die kleine Reise, weil die deutsche Sprache für mich wie ein Spielplatz war. Also ich kann sie formen, wie ich will, und ich sehe sie eher strukturell und spielerisch,
statt als Sprache, die ich einfach nur nutze, um mich auszudrücken. Ganz im Gegenteil, da steckt ganz, ganz viel dahinter. Und diese Ebenen, da versuche ich immer noch diese Erklärung dafür zu finden, wie ich die deutsche Sprache empfinde. Ja, weil ich empfinde sie auch eher, wenn ich sie spreche. Und wir haben ja auch Worte, die wir auch eher empfinden. Ich habe auch gemerkt, dass Ausdrücke in Deutsch mich keineswegs berühren. Also wenn jemand mich beleidigt, dann berührt mich das nicht. Auf Griechisch wiederum schon, weil ich habe ja eine Verankerung, eine emotionale Verankerung durch das Griechische, weil die ersten paar Jahre meines Lebens ich nur Griechisch gehört habe, also sogar im Mutterleib, ja. Genau das zu dem Thema. Und so begann die Reise, ja, unter anderem, ja. Bist du denn in einem klassischen Unternehmerhaushalt groß geworden? Weil du bist jetzt auch selbstständig. Oder wie war das bei dir? Ganz im Gegenteil. Also alle klassischen Geld-Mindset-Problemchen waren bei uns da. Also wirklich alles war mit dabei. Ja? Und Geld ist schlecht. Menschen, die Geld haben, sind schlecht und so weiter. Unternehmertum weit weg. Ja, Immobilien sind zwar da gewesen, ja, aber darüber wurde ja fast nie gesprochen mit den Kindern, geschweige denn überhaupt in den, also es wurde einfach investiert. Aber Unternehmertum als solches oder Selbstständigkeit? No way. Ich bin sehr spät auf die Idee gekommen, weil ich Angst davor hatte, Taxes, also Steuern zu zahlen an den Staat und immer mehr und mehr zu zahlen, obwohl ich eigentlich mehr Geld verdienen will, muss ich ja mehr auch zahlen als die Verantwortung. Bin ich erst mit 25 auf die glorreiche Idee gekommen und wurde da sozusagen gleich mal ein bisschen reingeschuckt, ja. Ah, das war sehr spannend. Also wir hatten gar nichts, dieses Thema, null. Hast du die Entscheidung getroffen oder kam die vom Außen, dass du diesen Weg jetzt gehen wirst? Beides. Also ich habe ein Studium absolviert gehabt und dann war es halt sinnvoll, da eine Selbstständigkeit zu starten, weil da während dem Studium habe ich so oder so schon Aufträge angenommen. Aber der Kernpunkt, an dem ich angefangen habe, wirklich in die Kommunikation reinzugehen, in auch Körpersprache, war unter anderem auch der erste Körpersprachen-Workshop, den ich mit 25 gegeben habe. Ich weiß noch ganz genau, meine Damen und Herren, Partnerin, die war begeistert davon, wie ich über Körpersprache geredet habe. Und ich habe Körpersprache schon ein Jahrzehnt davor begonnen, für mich zu lernen, aber nicht nur im Feld zu sehen, sondern auch wirklich das zu studieren, also Bücher zu lesen diesbezüglich etc. und das zu verbinden mit der realen Welt, um zu schauen, wie funktioniert die denn? Und dann sagt sie zu mir, du, ich habe dich angemeldet, in 30 Tagen hast du den ersten Workshop, Seminarraum ist auch angemeldet, war unten in Hechingen. Cool. Und ich dachte mir so, ich habe kein Konzept, ich habe gar kein Inhalt, ich habe keine Leute, ich habe keine Werbung, nix. Aber ich wusste, wie Werbung funktioniert und nach 30 Tagen hatte ich 18 Leute drin. Achtung, die Hälfte davon war von meiner Family. Das ist so ein ziemlich beschissenes Publikum, muss man dazu sagen, weil die kennen ja deine Probleme. Das heißt, wenn ich darüber rede, wie Körpersprache funktioniert, dann sagen die, ja, bleibst trotzdem Schwachkopf. Ja, also das war total lustig. Ja. Ich meine, deine Family kennt dich ja besser als jede andere Person. Ja, und du weißt das auch. Und es war so erfolgreich, dass ich damit begonnen habe. Ja. Sehr cool. Und wie hast du dich in dem Moment gefühlt, als du für dich die Entscheidung getroffen habe, ja, ich gehe jetzt in die Selbstständigkeit? Mir ist bewusst geworden, warum ich Klassenclown war, früher in der Schule. Und das ist einfach nur ein Ausdruck gewesen, dass ich da einen Ausdruck ausdrücken muss. Also ich muss nach außen gehen, ja. Ich bin in der Skala Extraversion recht weit oben. Also in den obersten Perzentilen. Ich kommuniziere gerne nach außen. Ich spreche gerne über die Themen, die mich beschäftigen. Und ich musste natürlich auch lernen, dass Leute das auch annehmen sollen. Das heißt, nur diejenigen, die einen Auftrag haben wollen, ja, die kriegen auch einen Auftrag. Ansonsten lasse ich die Leute in Ruhe, obwohl ich gerne spreche. Aber wie ich mich dabei gefühlt habe, ich hatte Angst. Ich hatte Angst zu versagen, gerade wegen steuerlichen Themen etc. Ich hatte Angst, nicht gewissenhaft genug zu sein. Das ist ein gutes Zeichen unter anderem, auch wenn man Angst davor hat, nicht gewissenhaft genug zu sein, dann ist man gewissenhaft genug. Das ist ein guter Indikator, ja. Und seit jeher hatte ich auch niemals irgendwelche finanziellen Probleme oder so. Also das ist sensationell gewesen. Und das Schöne war, dass als ich angefangen habe, ein Stück von mir sich entfacht hat. Was ich in einer Arbeitsstelle nie so gehabt hätte, das impliziert nicht, dass eine Arbeitsstelle schlecht ist, ganz im Gegenteil. Ich war lange Zeit in Agenturen tätig, die recht erfolgreich waren und ich wurde auch recht erfolgreich diesbezüglich. Vor meinem Studium war ich schon sehr, sehr, sehr tätig. Das heißt, ich habe nicht später angefangen zu studieren und davor nichts gemacht, sondern ich habe einfach davor gearbeitet, eine ganze Weile lang. Hatte auch große Kunden diesbezüglich, war sehr, sehr dankbar dafür, dass ich diese Erkenntnis gehabt habe. Aber die Selbstständigkeit, wenn ich gewusst hätte, dass ich diese paar Jahre bräuchte, um erfolgreich zu sein, hätte ich viel früher begonnen. Mhm. Ja.
Okay. Hast du denn wirklich von 0 auf 100 Selbstständigkeit oder Ja. hast du, ja, okay, cool. Ja, ich weiß, das war das Schlimmste, was ich hätte tun müssen können. Das war nicht gut. Absolut nicht gut. Der Anfang war holprig, ja. Also klar, finanzielle Nöte hat man irgendwie immer am Anfang. Es ist immer nie genug, ja, offensichtlich. Doch, das war keine gute Idee. Also wenn du als Zuhörerin oder Zuhörer, Zuschauerin oder Zuschauer, gerade den Gedanken hast, so all in, mach den Polster. Also ich von meiner Seite, also ich empfehle das jedem. Das ist so eine Erleichterung. Mach das, mach den Jahr Polster. Wie viel brauchst du im Monat? So und so viel tausend. Bau den Polster auf über 1, 2 Jahre. Gar kein, oder parallel. Es ist viel, viel angenehmer. Den Schwachsinn, den ich da erlebt habe, der ist so unnötig. Ist es trotzdem sinnvoll? Absolut. Ich musste all in gehen. Also folglich hatte ich keine andere Wahl, außer Geld zu verdienen. Das ist der Vorteil gewesen. Ja. Warst du viel schneller mit deinem Aufbau, wahrscheinlich deswegen auch, ne? Und es war, ja. Es gab einige Zeiten, zum Beispiel an Covid-Zeiten habe ich einiges verloren an Kundschaft. Und das war das Krasse an der ganzen Sache, weil da habe ich in den Jahren durchschnittlich gearbeitet von 19 Stunden pro Tag. Ja, also es war etwas, rate ich niemanden, der nicht selbst weiß, wo seine Grenzen sind. Ich wusste es, ja. Das hat mir super gut getan, weil ich habe gemerkt, nach kurzer Zeit, 19 Stunden am Tag, wenn davon nur 20% effektiv sind, hast du nach ein paar Wochen so geniale Ergebnisse. Es ist unglaublich. Und die Leute, die dann sagen, ja, nee, so viel arbeiten kann ich nicht, etc. Okay. Nur der Gedanke, lass es dir auf deiner Hirnrinde mal zergehen. Jeden Tag, das ist die doppelte Arbeitszeit, die man normalerweise hat, plus 3 Stunden dazu. Ich habe dazwischen nur noch gegessen, aufs Klo gegangen und Sex gehabt. Ansonsten habe ich nichts anderes gemacht, außer das. Hervorragend. Ja, sehr schön. Das ist natürlich ein Riesenpensum, aber dann hast du ja richtig für dieses Thema gebrannt. Ja, also das steht außer Frage und ich muss auch sagen, also wir wissen es auch unter anderem aus der Forschung, wann fangen wir an, etwas wirklich Klares umzusetzen? Einmal, wir brauchen eine Motivation, also ein Motiv, ein Ziel, das ist logisch. Da wird unter anderem Dopamin ausgeschüttet, ein Neurotransmitter, der ausgeschüttet wird, ohne dass wir uns belohnen. Ja, also der ist schon da, weil wir das Ziel gesetzt haben, weil wir das toll finden. Die Frage ist, ab welchem Moment machen wir am meisten? Und die Antwort ist, wenn wir am größten Stress haben. Dann setzen wir alles um. Das heißt, diese Stressgesellschaft, von der wir reden, die ist notwendig, um diese Schnelligkeit überhaupt beizubehalten. Es ist also eine Kehrtwende irgendwo auch. Also es gibt nicht nur Stress ist schlecht, deswegen gehen wir in den Burnout, sondern ohne Stress würden wir gar nicht diese Entwicklung haben. Ja, also unser Gehirn funktioniert da sehr, sehr ambivalent. Was war denn dein innerer Drive oder was ist dein innerer Drive, warum du sagst, das, für dieses Thema brenne ich so sehr und ich möchte da Menschen schulen, ausbilden, befähigen, genau in der Kommunikation sich zu verbessern? Es waren ein paar Ansätze, also der Kernpunkt war, ich wollte schon immer Lehrer werden, weil ich es faszinierend fand, wenn ich etwas gelernt habe, was mich begeistert hat, dass es vielleicht andere auch begeistern könnte. Ich wollte dieses Wissen weitergeben und jedes Mal, wenn ich es weitergegeben habe, konnte ich es mir besser merken. Also die ganze Inhalte, die ich mir merken konnte, lag unter anderem auch daran, dass ich immer Wiederholungen gehabt habe. Die Mutter aller Didaktik, wie meine Professorin damals gesagt hat, ist die Wiederholung. Und irgendwann habe ich gemerkt, dass meine Mitmenschen in der Kommunikation, in der Körpersprache oder auch im mentalen Wesen so Lücken haben, die sie nicht sehen oder wenn sie sie sehen, auch ignorieren. Es hat mich irgendwo aufgeregt. Total. Also intern wurde ich so ein kleiner Hulk. So, was soll der Quatsch? Ja, du könntest einfach deinen Streit komplett auflösen, wenn du diesen Satz sagst. Also es gibt wirklich, es gibt aktiv strategisch eingesetzte Sätze, um einen Streit instantan aufzulösen. Selbst auch in der Politik. Aber Streit ist halt geil, weil Leute geil werden und die ejakulieren sehr, sehr gerne auf Probleme. Also es ist okay, das kann ich nachvollziehen. Evolutiv gesprochen, das ist super sinnvoll, weil wir uns dadurch entwickeln. Aber das ist nicht sinnvoll, wenn du mit deinem Schatzi heute Abend zwitschern gehen möchtest. Das ist ziemlich dämlich, ja. Und die Scheidungsrate ist halt ziemlich hoch, ne? So, das kann man aufhalten. Und diese Art von Unwissenheit, die habe ich nicht ertragen. Also da war etwas in mir, das gesagt hat, da kann ich was ändern. Das tut mir weh. Meine Mitmenschen dürfen
meine Mitmenschen dürfen etwas erfahren, was ich auch erfahren habe, weil ich bin sehr diplomatisch. Nicht jeder ist diplomatisch. Manche sind dominant, übergreifend, ja, und folglich wollen die ihre Ziele erreichen und Co. Vollkommen in Ordnung. Und diese Techniken trotzdem anzuwenden, ist gar nicht mal so verkehrt. So, und das ist ein Antreiber gewesen. Und ich hatte sogar mal eine Kampagne, die hieß, lass mal Dummheit ausrotten. Die war sehr provokant, ja. Weil ehrlich, cool. Das ist ein Paradoxon in sich, weil in dem Moment, wenn ich sage, ich weiß viel, das ist Blödsinn, ja. Das ist ja der Witz von Sokrates unter anderem auch. Ich weiß, dass ich nichts weiß. Also dieser Satz wurde oft auch formuliert, kommt eigentlich von Plato, weil er diese Geschichten geschrieben hat für Sokrates. Und was Sokrates damit irgendwie auch impliziert hat, warum ich meine, das ist vielleicht ein Witz. Wenn er doch weiß, dass er viel weiß, dann weiß er doch dann von dem Nichtwissen. Das ist paradox. So mit anderen Worten, auch da habe ich mich selbst auf die Schippe genommen. Lass mal Dummheit ausdrücken. Aber es kam gut an. Es kam gut an. Das zu dem Thema. Das hat mich angetrieben, meine Mitmenschen zu etwas zu machen, was ihre Mitmenschen weiter gedanklich befruchtet und eine Gesellschaft, nennen wir es mal nicht Gesellschaft, das ist ein ziemlich hohes Ziel, eine Gruppe an Menschen erschafft, die sich gegenseitig die Hand reichen, weil sie wissen, obwohl sie Probleme haben, aufeinander zählen können. Das ist cool. Jetzt bin ich neugierig geworden. Du hast gerade eben gesagt, es gibt so diesen einen Satz, den wir sagen könnten und dann wäre sämtlicher Streit vorbei. Möchtest du uns diesen Satz verraten? Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Den kann man in jeglicher Couleur formulieren. Aber gehen wir davon aus, ein Streit ist schon wirklich im Gange. Und du hast die Gelegenheit für dich, dich kurz zurückzuziehen, dich an die Bettkante zu setzen und dich zu fragen, ab welchem Moment hätte ich Verantwortung tragen können, habe es aber nicht getan. So, diesen Satz, den hast du im Kopf. Welchen du aber ausdrückst, ist folgender. Dass wir gerade streiten, ist nicht das Ziel, was ich habe. Da ich heute Abend mit dir eine gute Zeit haben möchte, möchte ich dich fragen, und das ist jetzt der eine Satz, ja. Ab welchem Moment, also dass du über mich so denkst und so redest mit mir, zeigt mir, dass ich in einem Moment in unserem Gespräch dich nicht richtig abgeholt habe. Wann war das? Wow. So, das war's. Und es lindert so viele Probleme da draußen, instantan. Nochmal. Jetzt gehen wir davon aus, dass ein aufbrausender Partner, sehr temperamentvoll, der sagt, was ist das für eine Phrase von dir, bla bla. Ja? Dann sagst du, nein, ich weiß, dass dir wichtig ist, dass du deine Gedanken formulierst und mir gegenüber ausdrückst. Weil die Thematik ist folgende, Klammer auf. Wenn du verstehst, dass ich verstanden habe, was du gesagt hast, dann haben wir gewonnen, richtig? Das stimmt. Ja. Für diejenigen, die nochmal hören wollen. Wenn du verstanden hast, dass ich verstanden habe, was du gesagt hast, dann vertraust du mir. Und das erzeugen wir mit diesen Sätzen. Der Satz ist an sich, sag mir mal, wo war das der Fall? Ich habe dich irgendwo verloren. Meine Verantwortung, mega. Oder ich weiß, dass dir wichtig ist, X. Ich wiederhole das. Ist dir sonst etwas wichtig? Habe ich dich sonst irgendwo nicht richtig abgeholt? Das war's. Das Ding ist dann durch. Und diejenigen, die mir nicht glauben, nutzt das mal. Spul mal zurück für die nächsten 20 Sekunden. Hör dir die Sätze nochmal an. Stell dir vor, wie du sie sagst in dem Moment. Und dann merkst du recht schnell, oh, das bin ja nicht ich, weil ich will auch streiten. Da haben wir das Problem. Da haben wir das Problem. Du willst streiten? Here we go. Tu das. Das Ergebnis wird dir aber nicht gut tun. Weil du willst gar nicht streiten. Du willst am Ende vögeln. Ja, mach das. Aber Streiterei, sie ist da, um deine Emotionen freien Lauf zu lassen. Aber die Frage ist, bist du in der Lage, die Konsequenzen zu tragen? Wenn ja, viel Spaß. Wenn nein, lass das. Das bedeutet natürlich auch ein Stück weit sein eigenes Ego zurückstellen. Richtig? Zurückstellen, richtig. Also sagen wir, viele Leute sagen, hör auf dein Herz, hör auf deine Emotionen. Ja, drauf hören ist gut, aber wenn mein Herz gerade sagt, greif meine Partnerin an, weil meine Emotion sagt, ja, das ist gut, dass du das gleich machst, dann beschütze dich. Was ist das? Ist es dein Herz? Ist es dein Ego? Ich würde Folgendes vorschlagen. Hör auf dein Herz und reguliere deine Emotionen. Trotzdem. Das ist immer ein wechselseitiges Spiel. Einmal Kopf und einmal Herz. Beides. Immer wieder beides. Und dein Ego darf durchaus da sein. Dein Ego lässt sich überleben. Es lässt sozusagen dein Territorium nicht angreifen. Irgendwo. Ja, ganz kurz komplett weg. Oh, okay. Hörst du mich jetzt wieder? Ja, ich höre dich jetzt wieder. Genau. Also
Kopf und Herz dürfen mit im Einklang miteinander sein. Das heißt in dem Fall, du denkst, das ist so, deine Emotion sagt was anderes, gleich ab und guck, wo steckst du gerade und reguliere deine Emotionen. Das ist sozusagen die fälschlicherweise formulierte äußere emotionale Intelligenz. Ja, du kannst deine Emotionen wahrnehmen und auch regulieren. Das ist ein essentieller Bestandteil einer guten Kommunikation. Und das führt zwangsläufig zu einem guten Gespräch. Ich nehme mich zurück, heißt, ich nehme meine Emotionen und parke sie kurz. Und dann manchmal gibt es zum Beispiel Leute, die sagen, aber du bist ja nicht authentisch. Moment, ich bin temperamentvoll. Ich möchte gerne mit jemandem streiten. Ja, ich Grieche, klar, natürlich. Ich hau dir voll auf die Nase. Ja, verbal. Mega. Du blutest, ich blute, wäre das, weil du mich zerkratzt hast in deinen Augen, wie auch immer. Das ist total krass. Ba-ba-ba-ba-ba. Das Einzige, was wir machen, ist Emotionen rauslassen. Ja, viel Spaß damit. Das kannst du auch mit dem Kissen machen. Ja, brauchst nicht unbedingt den Kollateralschaden damit verursachen. Impliziert auch unter anderem, um da auf den Punkt zu kommen, das bin ich. Aber bin ich also wirklich die Person, die sich dann zusammenreißen möchte? Nicht. So ein Quatsch. Natürlich bin ich die auch. Was ist mir jetzt wichtiger? Meine Emotionen rauszulassen, damit Schaden anzurichten? Ist das wirklich authentisch? Echt jetzt? Das will ich unterstreichen? So ein Blödsinn. Das heißt, die Personen, die dann sagen, bleib authentisch, sind jene Personen, die sich auch wünschen, dass du nichts aufsetzt. Das ist etwas anderes. Wir differenzieren hier. Setz keine Maske auf. Aber setz doch einfach vielleicht dich auf ein Podest, auf einen Stuhl, bei dem du dich fragst, will ich das wirklich haben? Will ich wirklich diesen Streit haben? Ja, will ich. Nee, du willst die Emotion rauslassen, das ist was anderes. Emotion regulieren versus auch Emotion zulassen und Kollateralschäden verursachen. Keine gute Idee. Ja, klingt total logisch. Warum machen wir es nicht? Das ist die besondere Frage von ich glaube, das kam doch von Bob Marley. Ja, obwohl wir alle uns nach Liebe sehen, warum beten wir unseren Missmut an? Das ist eine gute Frage. Und ich glaube, weil einer unserer Antreiber, also ein evolutiver Antreiber, wir reden hier nicht von Motivantreiber, sondern evolutiver Antreiber ist unter anderem neben Sexualität, Nahrungssuche etc., oder Tribe-Bildung, also so Gruppenbildung, ist territoriales Verhalten. Und das ist nicht nur auf unserem Bereich zu sehen, das ist meine Wohnung, ja, also hier lebe ich, hier darf keiner rein, außer ich und die Person, die ich mag, sondern auch mental. Meine Meinung, deine Meinung. Wenn deine Meinung nicht meiner entspricht, dann finde ich dich doof. Das ist krass. Das ist territoriales Verhalten. Und deswegen machen wir das nicht. Wir schützen. Also unser Gehirn ist dafür da, um uns zu beschützen. Die ganze Zeit. Deswegen gehen wir nicht raus und erobern die Welt. Deswegen werden wir nicht unser Business eröffnen. Deswegen werden wir nicht unsere Insel verlassen und so weiter. Weil unser Gehirn das beschützt. Und das kann man aufhalten, indem man etwas tut. Und das werde ich euch nachher erzählen. Okay. Ja, du hast ja den Schritt jetzt gewagt, in die Selbstständigkeit zu gehen. Und jetzt im Nachgang, würdest du das genauso nochmal wieder tun? Genauso nicht, nein. Nein. Also ich würde auf jeden Fall nochmal in die Selbstständigkeit gehen. Aber ich würde wesentlich schneller eine Formel anwenden, die für die Selbstständigkeit essentiell ist. Eliminieren, automatisieren, delegieren. Das ist etwas, was ich essentiell finde. Ja, eliminieren, was brauchst du nicht? Ja, Hebelwirkungen herausfinden. Was ist wirklich sinnvoll, was nicht? Das, was nicht sinnvoll ist, sofort raus. Sofort raus. Also, the next shiny object raus, brauchst du nicht. Ja, wenn du keinen einzigen Kunden hast und willst einen Shop aufbauen, etc., guck doch mal, ob das Produkt überhaupt ankommt. Das ist sinnvoll, weil das bringt Cash in. Das heißt, bei Eliminieren unter anderem auch, bevor du investierst, musst du gucken, dass das Business läuft. Produziere ein Produkt oder zwei oder fünf, nicht mehr. Guck, wie es ankommt. Lass den Feedback geben. Wenn Geld reinkommt in den ersten paar Tagen, hoffentlich Stunden, dann ist es ein essentiell gutes Produkt. Wenn nicht, optimier's. Das ist das eine. Automatisieren. Oh Mann, habe ich Zeit verloren. Hey, ganz viel. Ganz, ganz viel Zeit verloren. Fing nix und wieder nix. Kalendereinträge, Terminvereinbarungen, E-Mails, Signaturen schreiben. Leute abholen, keine Automatismen verwenden, ganz dämlich. Du kannst dich als digitalen Zwilling in die Welt rausschießen. Das ist so wichtig. Ich habe so viele Onboardings mittlerweile digitalisiert und Menschen dazu verholfen, geht gerade deswegen, 30% mehr Gehalt zu bekommen binnen 4 Wochen. Nur wegen dieser Maßnahme.
So, und das Letzte, delegieren, also Delegation, das heißt, wenn du abgeben kannst, wem kannst du es abgeben? Weil Selbstständigkeit ist sexy, Unternehmertum ist sexier. Wer will dich unterstützen? Und ich habe zum Beispiel Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, das ist total krass, wenn, als Beispiel, ich habe jetzt keinen Taler über, um jemanden zu bezahlen. Gibt es andere Möglichkeiten, um zu delegieren? Ja, auf jeden Fall. Mega, indem wir ein Barter Agreement machen und Co. Also Leute ranzuziehen, auch Familie ranzuziehen, weil die kriegen ja was von dem Erfolg. Familie, auf die kannst du dich verlassen. Das ist total krass. Das zu dem Thema, das würde ich dann anders machen. Ja, das waren doch sehr, sehr schöne drei Tipps, die du jetzt hier mitgegeben hast. Ja. Und damit das hier nicht einfach nur, wir haben jetzt schön miteinander geredet, du hast den Input bekommen, aber damit du etwas hast, der dir jetzt hier zugehört oder zugeschaut hast, was du auch im Nachgang umsetzen kannst, hat der liebe Zeus noch ein besonderes Angebot für dich. Ja, natürlich. Also, der größte Hebel, um voranzukommen, ist, sich Ziele zu setzen. Ziele, die auch lukrativ sind. Und die erfolgreichsten unter uns, die haben zwar große Ziele, schneiden diese aber in kleine Teile auf. Damit wir bei einem Marathon, und das wissen wir auch, immer vorankommen, brauchen wir immer diesen kleinen Dopaminstoß. Den Stoß, den du bekommst, wenn du kleine kurzfristige Ziele siehst und die erreichen möchtest. Ja, du beim Marathon siehst du die Ecke, da willst du hin. Du kannst nicht mehr, aber da willst du hin. Die Ecke ist erreichbar. Gut, dann laufe ich hin. Ja, bei der Ecke siehst du nächste Ecke. Da will ich nochmal hinlaufen. Das kriege ich auch noch hin. Die nächsten 100 Meter kriege ich auch noch hin. Und dieser Stoß, den wollen wir. Und ich habe dir jetzt heute was mitgebracht. Dann kriegst du einen Link dazu. Das ist ein Leitfaden, um mehr Klarheit in der Zukunft zu haben und, wohlgemerkt, deine Ziele zu definieren. Also schau dir dann gerne dieses Workbook an. Das ist ein Workbook. Da kannst du wirklich daran arbeiten an dich und dann deine Ziele. Und ich gebe dir noch einen Tipp diesbezüglich mit. Warte keine 72 Stunden. Wenn du dein Ziel erreichen möchtest, warte nicht. 5, 4, 3, 2, 1, jetzt los. Warum? Weil der größte Faktor, warum wir nicht loslegen, ist ein Hormon, das nennt sich Norepinephrin, ja, Noradrenalin, das ist das Gleiche, ja. Und das ist der Gedanke, also das ist sozusagen ein Becken, was sich füllt, je mehr du dir Gedanken machst über deine Ziele und über das, was du machen möchtest. Statt einfach loszulegen, weil du sie definiert hast, denkst du noch darüber nach, ob das sinnvoll ist oder nicht. Dann steigt dieses Hormon. Und dann sinkt deine Bereitschaft, loszulegen. Scheiße. Das stimmt. Kannst du aufhalten, wenn du loslegst. Ja. Ja, lieber Zeus, vielen, vielen Dank für das tolle Gespräch mit dir und diese wertvollen Impulse, die du heute mitgegeben hast. Und ich wünsche dir auf deinem weiteren Weg richtig, richtig viel Erfolg. Und ja, wir sehen uns bestimmt auch bald wieder. Ich freue mich. Dankeschön. Das war wieder eine Folge von deinem Lieblingspodcast Entscheidung für ein Leben vor dem Tod. Zum Abschluss möchte ich einmal Danke sagen. Schön, dass du heute wieder mit dabei warst. Ich freue mich über dein Feedback und über eine Bewertung. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann abonniere gerne meinen Kanal und freue dich auf die nächste Folge.